Es gehört ein paar einzelne Regeln. Wenn man die richtig macht und immer macht, konsequent durchs ganze Leben, dann hat man nicht nur in einem Bereich Erfolg, sondern in allen Bereichen. Liebe Freunde, manchmal hat man den Eindruck, wenn man Menschen sieht, die nicht im Freundeskreis sind, die von dem Geistigen überhaupt keine Ahnung haben, aber trotzdem die Sachen richtig anfassen und richtig machen. So rein intuitiv. Und liebe Freunde, das ist nicht verwunderlich, sondern das ist eigentlich normal, dass man das, so wie es auf dieser Erde richtig ist, in sich trägt. Aber die meisten von uns, die wurden irregeführt. Die haben ein falsches Update bekommen. Die wurden in der Familie, in ihrer Umwelt so falsch erzogen, dass sie eben von dem Natürlichen, von dem Richtigen abgekommen sind. Und deswegen klappt das nicht. Jetzt probiert man dies, probiert man das und wechselt hin und wechselt her. Und was soll ich tun? Es gibt so manche Menschen, die scheinen im Leben immer alles richtig zu machen. Es gibt so Erfolgsmenschen. Wenn man die fragt, kennst du Bruno Gröning? Nee. Brauche ich den? Läuft doch alles. Die machen in ihrem Leben irgendwie immer alles richtig. Das sind Glückspilze. Aus unserer Sicht. Wo man sagt, boah, was machen die? Wie sind die? Denn die Lehre Bruno Grönings, liebe Freunde, das ist ja kein Geheimnis. Und das ist nichts Neues. Eigentlich ist dieses Wissen da. Wie Bruno Gröning sagt, es war nur verschüttet. Aber manche Menschen haben das intuitiv drauf. Und da gehört gar nicht so viel dazu. Es gehört ein paar einzelne Regeln. Wenn man die richtig macht und immer macht, konsequent durchs ganze Leben, dann hat man nicht nur in einem Bereich Erfolg, sondern in allen Bereichen. Mir ist es so bewusst geworden, liebe Freunde, als ich mich selbstständig gemacht habe. Ich hatte die Lehre Bruno Grönings. Für mich gab es zwei Welten, die geistige und die materielle. In der habe ich als Jugendlicher immer einen Spagat gemacht. Wenn die Gemeinschaftsstunde war, war ich in der Welt. Und wenn keine Gemeinschaftsstunde war, war ich in der anderen Welt. So, da bin ich hin und her gewandelt zwischen diesen Welten. Es war nicht immer leicht, das unter ein Dach zu bringen. In meiner Firma, als ich dann selbstständig war, habe ich das, was ich in der Gemeinschaft beim Bruno Gröning gelernt habe, einfach in meinen Beruf umgesetzt. Ehrlichkeit. Ey, wenn Sie Ihre Kunden an der Nase rumführen wollen, dann sind Sie recht bald alleine, weil die checken das. Also kommen Sie mit Unehrlichkeit nicht weiter. So, wenn Sie im Leben ehrlich sind zu sich selber, zu Ihren Kunden, zu Ihren Mitmenschen, zu Ihrer Familie, zu Ihrem Partner, zu Ihren Kindern, dann sind Sie schon mal super dabei. Haben Sie schon viel gewonnen. Dann Rechtschaffenheit, Liebe zum Nächsten, Liebe deinen Nächsten mehr wie dich selbst. Habe ich in der Gemeinschaft gelernt? Ja, aber im Beruf? Doch. Liebe deinen Kunden mehr als dich selbst. Wenn der Kunde sagt, er will das morgen haben, dann machen sie halt einen Kopfstand, dass sie das bis morgen fertig haben. Wie, interessiert keinen, haben sie es fertig. Machen sie ihren Nächsten glücklich. Wenn sie ihn lieb haben, machen sie ihn glücklich. Für mich war der Kunde immer der König. Ich habe immer ein Krönchen oben drauf gesehen. Wenn der kommt, jawohl, alles was du willst, kriegst du, was machbar ist. Dann war der glücklich. Und mein oberstes Gebot war immer, den anderen glücklich zu machen. Das habe ich in der Gemeinschaft gelernt. Liebe deinen Nächsten mehr wie dich selbst. Das habe ich mich bemüht, in meinem Beruf umzusetzen. So, und wenn Sie das können, können Sie das in Ihrem ganzen Leben umsetzen. Alle Menschen, denen Sie begegnen, haben Sie die lieb. Üben Sie. Sie werden Meister darin, dass jeder, der von Ihnen weggeht, das Gefühl hat, das war jetzt gut, das war jetzt schön. Die Kinder,
der Ehepartner, die Familie, die Nachbarn, jeder, der von ihnen weggeht, soll das Gefühl haben, es war jetzt gut. Es gibt ja manche, das sind so Rebellen, die sind quergebürstet. Immer Streit, immer Konfrontation. Und wenn der andere von mir weggeht und sagt, ich bin lieb, dann war ich ein Luschi. Die sind, wie sagt man so schön, auf Krawall gebürstet. Wenn da jemand weggeht, warte du nur, irgendwann zahle ich es dir heim. Jetzt gehen die alle weg, aber die kommen ja irgendwann wieder. So jemand braucht sich nicht wundern, wenn sein Leben Chaos ist. Wenn der Chaos sät, wird er das ernten. Also jeder, der von mir weggeht, soll ein gutes Gefühl haben. Leben und leben lassen, auch so ein Gesetz. Wenn man den anderen liebt, will man den nicht aussackeln, wie man in Bayern sagt, so auspressen. Und jetzt bin ich im Geschäft. Jetzt habe ich es mit Kunden zu tun, mit Lieferanten, mit Preisverhandlungen. Wenn ich nicht klug bin, zahle ich immer drauf, bin der Doofe. Also muss ich geschickt sein im Verhandeln. Und liebe Freunde, das war ich auch. Ich habe Preise rausgehandelt, wo ich gemerkt habe, mehr geht nicht. Das war das absolute Limit. Und ich habe mich gefreut. Aber es hat nicht lange gedauert, dann habe ich festgestellt, der holt sich das woanders wieder. Eine Sekunde nicht aufgepasst, hat er mich über den Tisch gezogen. Bis ich draufgekommen bin, das bringt nichts, wenn man dem anderen das letzte Hemd wegnimmt. Der steht nicht gerne nackt da. Der holt sich das wieder. Da habe ich kapiert, das ist nicht richtig. Du musst den anderen leben lassen. Du darfst ihm nicht das Letzte wegnehmen. Gib ihm und lass ihm, was er braucht. Und wenn ich jetzt verhandle, dann verhandle ich so, dass ich sage, das ist gut für mich, aber auch für dich. Leben und leben lassen. Geben und nehmen. Und das im richtigen Verhältnis. Und das sind so ein paar Lebensgesetze. Die haben manche Menschen einfach drauf. Und deswegen haben sie im Leben Erfolg. Aber im Geistigen auch. Und das ist das Interessante, dass das gar kein Unterschied ist. Ob ich jetzt hier in der Gemeinschaft sitze oder ob ich im Geschäft bin oder wo auch immer. Die Gesetze sind überall die gleichen.